Story schläft. Wir sitzen am Steuer. Aber wir haben ja einen Tesla, deswegen ist das okay. Guck mal, hier das Tesla-Symbol. Und fahren durch eine sehr dschungelartige Landschaft. Und wir werden gerade blockiert ein bisschen durch so einen langsamen LKW. Aber was soll man machen? Und wir müssen Maut zahlen. Das mussten wir gestern auch schon zahlen, als wir ein bisschen aus dem Rüssel raus. Natürlich nicht so viel, aber schon ein bisschen. Und wenn man das viel zahlt, dann ist das natürlich viel. Ergibt Sinn, oder? Jetzt genießen wir die 2-Stunden-Fahrt. Versuchen keinen Unfall zu bauen. Und ich gehe jetzt wieder schlafen. Ich verstehe nicht, warum er eine Weste anziehen muss, der keine anhaben muss. Das ist nicht fair. Nicht fair. Ich kann schwimmen. Ich habe Seepferdchen. Stopp, oder was? Was siehst du da? Bis Koschos. Sehr viele junge Kinder hier. Ja. Keine alten Kinder, sondern junge Kinder. Ja. Ich schicken sich gerade an. Oh ja, wir haben uns runtergeschmissen. Ilona hat sich mal gerade provisorisch in das in die Hängematte gelegt. Aber ihr wird schlecht, weil es die ganze Zeit wackelt. Wir müssen noch ein Ticket für morgen buchen. Also man musste ein Ticket für eine Tour buchen und ein Ticket für den Park an sich buchen. Das werden wir jetzt machen. Hoffentlich, weil das hat am Handy nicht so funktioniert, war ein bisschen komplexer. Meine Nase ist so ein bisschen rot. Das liegt daran, dass in Deutschland seit 3 Jahren keine Sonne mehr geschienen hat. Und hier schon. Das ist sehr entspannt. Das erinnert mich ein bisschen an Jamaika. Also nicht, dass ich je in Jamaika war, aber so stelle ich mir Jamaika vor. Voll gechillt. Hier auf der Insel wohnen noch ein paar Einheimische, gemixt mit den ganzen Touristen. Aber ja, wenn ich fertig bin mit den Tickets für morgen, dann gehen wir nochmal an den Strand. Genießt gerade ihren Coconut. That's the way to enjoy it. Also besser als das, was wir getrunken haben. Damals auf Tollwood. Die Eileen hat mir das empfohlen. Was, Kokosnuss? Ja, die hat gesagt, ich muss unbedingt Kokosnuss trinken. Schmeckt gut. Schmeckt frisch.
hier sehr viel entspannter. Die gehen auch mit uns. Ja. Und hey, was geht? Oh, guck mal, wie die Katze. Ich sag, oh, Babykatze. Das erste Nächste, was die macht, ist. Ja, im Augenwinkel ist da was rausgesprungen. Das hat mich eine Babykatze. Guten Morgen. Die Linse ist dreckig. Aber egal. Wir sind hier. Schön früh am Morgen. 6 Uhr morgens. Mitten in Costa Rica. Nein, eigentlich sind wir nicht mitten in Costa Rica, weil wir sind weiter außen. Wir sind in Tortuguero. Kannst sagen, mitten im Dschungel. Mitten im Dschungel, auf dem Wasser. Nein, genau, wir chillen jetzt hier morgens früh. Eine 2-Stunden-Tour und da fliegt ein Ding durch die Gegend. Und wir schauen uns jetzt den Dschungel an. Wir waren gerade 2 Stunden auf so einer Bootstour, um schöne Tiere zu sehen und sowas, was wir auch gesehen haben. Aber wir haben nur einen Affen mit ihrem Baby gesehen. Dann kommen wir wieder zurück zu unserem Hotel oder zu dem Hotellager und sehen sehen so 10 Affen, die hier einfach auf den Bäumen rumlaufen. Das ist so fancy. So, nach unserer Tour und nach unseren coolen Affensichten machen wir jetzt unseren Frühstück. Und wir werden heute leider kein Pinto, wie heißt das nochmal? Gallo Pinto? Essen. Dieses Geräusch, die ihr hört im Hintergrund, das ist der wilde Affe. Der ist sehr berühmt, den nennt man Sägenaffen, weil er sich so anhört wie so eine Säge. Aber es ist keine Säge, es ist auch keine Baustelle oder irgendwie sowas. Es ist ein Affe. Und wir machen uns jetzt Essen. Und nachdem wir gegessen haben und vielleicht ein bisschen verdaut haben, gehen wir zu Fuß los in den National Park und schauen uns das an. Schön. Unsere Hausfrau, die fraut gerade unser Haus. Ich will aber nicht mehr so viel. Nicht? What to do in case of jaguar sighting? Always keep calm. Raise your arms slowly. Avoid sudden or abrupt movements. Slowly back away. Never turn your back to the animal. If a jaguar approaches you, do not run. Do not make loud noises. Do not take photos. Do not throw objects. Aber du kannst ein Video machen. Steht da nämlich nicht. Let's go. Jetzt kannst du weitermachen. Was du machst, ein Video? Jetzt mache ich ein Video. Ach so. Ach, du machst ein Video.
So, wir sind jetzt gerade in Tortuguero im Nationalpark und wir schauen uns muchos animales an. Ganz viele Tiere. Und wir haben bis jetzt ganz viele Aidexos gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das auf Spanisch heißt. Aber Ilona und ich haben unsere eigene spanische Sprache. Sowas wie Sonnenbrille ist Sonos Brillos. Wie Sie sehen. Und wir gehen jetzt weiter und wir werden jetzt einen Jaguar finden. Kommen Sie mit mir. Das hier ist eine Pflanze Verde. Grüne Pflanze. Dankeschön. So, nach 2 Stunden durch den Nationalpark sind wir ein bisschen enttäuscht. Und zwar haben wir bis jetzt nur ein paar Affen, die haben wir aber auch schon im Dorf gesehen. Hunderte Eidechsen, was interessant war, aber nicht so spektakulär. Das war's. Ameisen. Ameisen. Genau, und dafür haben wir 20 Euro gezahlt oder so. 15. Ja, pro Person. Also es müsste uns jetzt schon der Jaguar entgegenkommen, damit sich das gelohnt hat. Keiner da. Also die Fahrt heute Morgen auf dem Wasser war sehr entspannt. Sehr cool und auch cool, haben so einige Sachen gesehen. Diese Tour jetzt gerade, also keine Tour, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg war halt sehr langweilig. Das war unser Fazit im Nationalpark in Tortuguero. Jetzt wollen wir vielleicht mal ins Wasser springen.